Und willkommen zurück bei Let's Play Valiant Hearts, wo wir unterwegs mit der Anna sind und den Bomben ausweichen müssen, was irgendwie nicht so doll klappt. Obwohl, doch, klappt. Ich muss einfach nur auf den Boden gucken und ausweichen. So, so, so. Und nach links und zerstört werden. Verdammt. Oh Gott. Das ist gar nicht so einfach. Es mag makaber klingen, aber das, die Bombentöne sind unglaublich gut auf die Musik abgestimmt. Und auch das MG. Haben wir es geschafft? Okay, wir haben es noch nicht ganz geschafft. Ah, hier sind wir einigermaßen sicher. Hier sind wir sehr sicher, hier an der Seite, oder auch nicht. Minen. Das ist echt cool. Aber jetzt haben wir es gleich. Oder auch nicht. Aber jetzt. Das Luftschiff. Nein! Freddy! Okay. Wir müssen einen Verbandskasten finden. Wenn ich da hochgehe, schreckt der Deutsche auf. Also schicken wir einfach mal den Wauzi, dass er uns eine Granate holt. Alle, oui. Auf jeden Fall. Haben wir einen neuen... Achso, nee, warte mal. Das können wir erstmal. Die Schützengräben. Das Labyrinth. Denkmal für die marokkanische Division. Mhm. Und die Marinekanonen. 380 Kilogramm Granaten. Mein Gott, ey. Pure Zerstörung. Tagebuch. Da können wir ja dann jetzt auch mal das von Anna lesen. 1. August 1914. Heute Nachmittag um 16 Uhr haben alle Glocken in Paris angefangen zu läuten. Es war unheimlich. Jemand auf der Straße hat mir erzählt, es sei für die Mobilisierung der Truppen für den Fall einer deutschen Kriegserklärung. Ich schreibe Vater, um herauszufinden, was in Belgien vorgeht. Und der Hund knurrt. Hat er was gefunden? Bin ich jetzt... Nö. Ah, warte mal. Wir müssen erstmal wieder hier wahrscheinlich. So. Zack. Hä? Und jetzt ist der Deutsche da hinten weg und wir können nach vorne schleichen. So, das knüppeln wir kaputt. Da oben haben wir auch noch zwei. Aber die tun uns nichts. Was?
Ich weiß nicht, woran sie mich erinnern, aber an irgendwas erinnern sie mich. Was kann der Hund machen? Das holen. Was das auch immer ist, wir gucken kurz nach. Ein Periskop. Ah. Ach, er versteckt sich auch. Oh, wie süß. Na komm, dreht euch um. Schneller! So, da hinten haben wir ja nichts mehr. Müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwie nach rechts weiter. Kann man auch nichts machen. Warte, das geht noch hier. Das schaffen wir noch. Ja. Vorbei mit ihnen. Und wir gehen weiter. Hier können wir wieder den Hund schicken. Okay. Zu was das jetzt auch immer gut sein soll, wahrscheinlich müssen wir wieder nach links. Hoppen, 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 hoppen. Ihr seid ganz schön nervig, seid ihr. Ihr Deutschen. Ihr seid echt nervig. Weiter, weiter, weiter. Ich denke, wir müssen weiter bis hierhin. Genau. Die zwei. Und wieder zurück. Das schaffen wir aber noch. So. Nein. So. Bleibt da sitzen. Ist gar nicht auffällig, so ein Hund mit einem Bolzenschneider im Mund. Das ist echt überhaupt nicht auffällig. So, jetzt können wir uns auch um den Draht hier kümmern. Und hinab. Oh. Das sieht mir nach einer Feldflasche aus. Hier. Weiter? Nee. Die arme Socke hat es nicht geschafft hier. Und hinauf. Zu dieser wundervollen Musik, die hier ertönt. Wow. Okay. Hier müssen wir wieder abwarten. Ich sehe ihn aber nicht, ne? Ich weiß nicht, wo der ist. Wo sitzt der denn? Hä? Okay. Da oben sitzt er also. Das funktioniert so nicht. Schade, ich dachte, ich könnte. Na gut, warten wir einfach ab. Keine Sorge, Hundi. Passiert nichts. Es passiert. Ja, mein Gott. Macht der denn da? Hinsetzen, aufstehen. Hinsetzen, aufstehen. Hinsetzen, aufstehen. Er kann sich nicht so ganz entscheiden. Oh. Entscheiden. Und ich kann mit dem Hund ihn jetzt ablenken, oder was? So, jetzt! Auf die Schnauze! Danke, mein Junge. Ich kann ihn nicht streicheln, schade. So, jetzt. Okay, hier komme ich aber auch wieder raus. Okay, mein Freund. Achso, wir haben ihn jetzt einfach nur hier weggezerrt, damit wir das Loch frei bekommen. Ja. Ist jetzt ja nicht so. Nicht so toll. Ich dachte jetzt eigentlich, wir könnten ihn irgendwie da hinten hinzerren und versorgen oder so. Okay, da muss der Zünder hin. Okay. Also dies muss hier hin. Und der Dynamit da drüben irgendwo hin. Da sieht aber so aus, als ob da zwei hin müssten. Und da hinten sieht man den Zeppelin. Von unserem Baron von Dorf.
Und hier müsst ihr doch im Lazarett. Kannst du das holen? Kannst du nicht holen, ne? Das ist blöd. Aber wir kriegen das schon. Hier irgendwas nehmen. Gut, ich kann hier nichts nehmen. Dann hole ich mir mal kurz draußen das Dynamit und werf damit das merkwürdige Gedöns da oben runter, was das auch immer ist. Sah aus wie eine Flasche oder so. Da hinten ist auch noch Dynamit. Ah, ja, okay, ich verstehe. So. Warte mal. Okay, funktioniert total toll. Funktioniert nämlich überhaupt gar nicht. Wie soll ich denn da dran kommen? Ich weiß zwar trotzdem nicht, wie ich da drankommen soll, aber wir müssen wahrscheinlich da hinten erstmal dann das Dynamit noch holen mit unserem Freund Bello hier. So. Jetzt kriegt er erstmal das in den Mund. Aber wir müssen da hingehen, ne? Wir müssen da einfach hin. Gut, wir hätten es ihm in den Mund geben können, dann. Hätten wir das andere auch doppelt nehmen können gleich, weil. So, jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. So, dann schicken wir ihn einmal hier rein. Zack. Und dann holen wir uns das dort. Nur wie komme ich da dran? Um Himmels Willen. Weiß es echt nicht. Hm. Komm her. Eins. Ja, fein gemacht. So. Und das letzte Dynamit ran. Gehen wir so ein Stückchen. Ja, ist gut. Ist gut, mein Freund. So. Jetzt darf der Hund hinten das, die Zündung auslösen und wir jagen uns selber in die Luft. Nein. Schnell! Das war zu spät, glaube ich. Nein, doch nicht. So, komm her, genau. Und jetzt. Pam! Jetzt kann er uns nämlich auch nicht mehr sehen hier. Kommst du? Und weiter geht es. Einen Graben. Nach vorne. Und wir müssen anscheinend bis da hinten zu dem. Na klar. Bis zu dieser Villa kommen. Oh, oh, und ich sehe schon, wohin das hier führt. Wir müssen es loslassen wahrscheinlich und. Okay. Hab ich es mir gedacht. So. Hier können wir buddeln, wozu auch. Müssen wir anscheinend auch. Oh. Lieschen, 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 komm mal ein bisschen, bisschen, bisschen auf den Hosen. Oh Mann, Kacke, ey. Blöde Lied im Kopf. Okay, kann ich hier was tun? Das kann ich schieben. Oh, hier liegt was. Warte mal. Ach, komm, hör auf jetzt. Wieder eine Feldpostkarte. Kann ich da auch drüber? Jawohl. Ja, schieben wir das bis da hinten hin. Obwohl, das war jetzt blöd. Ich wollte ja eigentlich noch mal kurz gucken. Uns hier durch? Natürlich nicht. Da hinten liegt aber auf jeden Fall der Hebel. Aber hier können wir nochmal durch. Bekommen eine Buddel Wein. Eine Buddel Wein. Wozu auch immer wir die brauchen. Hier können wir lang. Sind wieder dort. Okay. Hier bekommen wir nicht viel mehr. Hm.
Wie machen wir es? Erstmal hier lang, dann dort entlang. Gucken wir mal ganz links. Oh. Okay, da liegt ein Schlüssel, wahrscheinlich hierfür, und da hinten zwei Hoden oder so. Keine Ahnung, mir ist jetzt nichts Dummeres eingefallen, Entschuldigung. Ich weiß nicht so ganz, wie wir das jetzt machen sollen. Ja gut, klar, der Hund muss da rein, das ist mir schon verständlich. Endlich, den müssen wir, glaube ich. Ja, doch, den können wir umhauen. Aber er dreht sich nicht um. Dafür brauchen wir den Wein. Pam! Ne, wir brauchen keine Hinweise, danke. Wir schaffen das so. So, die gucken wir erstmal kurz durch, was wir haben. Sardinenkonserven. Und der Brief eines deutschen Soldaten. 21. April 1915. Liebe Andrea, wir sitzen seit Januar hier in diesem Loch und ich halte es nicht mehr aus. Ich bin es absolut satt, wie eine Ratte zu hausen. Ich vermisse mein altes Leben, mit dir unter den Linden zu flanieren. Ich vermisse sogar die Arbeit in der Fabrik. In Liebe, dein Dieter. Das lese ich auch mal ab und zu vor. Das ist ja ganz interessant. So, kann ich hier durch? Nein. Okay, wir haben den Hebel. Und können somit unseren Freund hier runterholen. Zack. Hi. Grüß dich. Er könnte ihn wieder ablenken, aber... Ach, warte, das ist, glaube ich... Okay, ist gar nicht nötig. Nee, ist nicht nötig. Das schaffen wir so. Komm her. Hol erstmal da hinten die Hoden. Okay, die Hoden sind eigentlich Münzen. Dann kannst du jetzt auch den Schlüssel holen. Und mal herkommen und mir die geben. Britische Münze. So, fehlt uns ja nur noch hier dieses Ding, ne? Was wir nicht bekommen haben. Das finde ich ja echt blöd. So, das kriegen wir nicht auf. Was erwartet uns wohl hier? Eine Telefonzelle. Nein, das ist eine Dusche, die wir schieben können. Was ist denn das? Ach, eine Kleiderkammer oder sowas? Das bringt uns noch nichts. Oh, da wird die Folge mal ein bisschen länger hier. Das ist ja... So, warte mal. Jetzt fahren wir ihn nach links. Jetzt fahren wir ihn nach... Dort, das geht nicht. Gut, dann fahren wir ihn einfach mal... Keine Ahnung, wohin. Mal dahin und dann machen wir mal hier... Ich verstehe. Und dann holen wir das rüber. Geht das bis zu uns? Nein, ne? Geht es nicht. Dann hoch, stoße ich gegen das Mikrofon. Nein, gehe ich zurück. Gehe hier rein. Schicke unseren pelzigen Freund noch zum Hebel. Und dann nehme ich das Rad und schleppe es. Sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Oh ja. So, zack. Und hoch damit. Oh, ich habe Halsschmerzen, warum auch immer. Ach, da drüben geht die Party. Ich sehe es doch. Da drüben ist Crowd Party. Und dort haben wir nur ein zerbrochenes Schild und... Eine Kanone. Hehehe. Aufs Lazarett, nein. Auf das Maschinengewehr.
Hui. Bam. Das ist ihr Vater, der Kumpel da. War erneut entwischt. Aber immerhin war es Emil gelungen, Medikamente für Freddy zu finden. Schon bald waren sie wieder unterwegs. Am Ende einer Irrfahrt, die sie bis nach Reims führte, stießen sie schließlich wieder auf die Spur des flüchtigen Barons und seines Zeppelins. Beenden wir dann auch diese Folge und wir sehen uns dann morgen wieder in der Haut von Freddy. Also bis dann, tschüss!